Hallo, 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 weil ich bin willkommen da, ich bin der Lars, ich begrüße ganz herzlich zu einem weiteren Part, Leute. Das Update, es ist draußen. Was war das für ein Sound? Was war das denn für ein Sound? Okay, da wurde irgendwas abgegradet oder so. Oh Gott, Sound, die ich kenne, Clash of Kings, habe ich das drauf? Alles klar, wie gerade geupgradet, okay. Mein Lore, Clash of Kings, ja, kommen Sie zurück, die Truppen warten. Alles klar. Hallöchen, guten Tag, ich grüße Sie ganz herzlich, wie geht's denn so? Das Update ist draußen, was habt ihr denn so gemacht beim Update? Habt ihr schön gefahren, habt ihr Gast gegeben, wir sehen es hier nochmal. Neues, eins der größten Clash of Clans Updates aller Zeiten. Der große Auftritt von Rathaus Level 11. Bumm! Bumm! Großer Wächter und Adler-Artillerie, die bla 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 bla. Ihr kennt das ja, ich habe die Sneak Peeks alle rausgehauen. Wir werden uns bestimmt nochmal sicherlich mit den ganzen Sachen hier alle befassen. Aber ich möchte heute erstmal... Okay, Soundbug nicht. Übrigens, für Leute, ich spiele über den BlueStacks-Player. Fragen sich ja viele, Lars, wie machst du das am PC? Ich spiele das Spiel komplett zu 99,9% über den BlueStacks Player. Das ist ein Android-Emulator, das ist ein Programm, was ein Android-Gerät auf dem PC emuliert. BlueStacks Player. Da gibt es gerade eine Version 2. Scheinbar buggt das nicht so rum mit dem Sound und so weiter. Deswegen spiele ich ja meistens ohne Sound. Ich finde den Sound eh nicht so großartig. Die Frage ist, findet ihr es cooler, wenn ihr Sound habt in-game oder im Let's Play-Part? Ich finde es eigentlich besser für euch. Mal gucken, wie wir es machen. Mal gucken, weil der Sound buggt sehr, sehr, sehr stark. Ich habe also, wo das Update kam, am Donnerstag 3 Stunden gefarmt. Ich konnte nur 3 Stunden farmen, dann wird man rausgekriegt und so weiter. Ihr kennt ja die Zwangspausen. Und habe von 1300 Pokale auf ungefähr 2000 irgendwas gefarmt. 190 Pokale habe ich einfach mal jetzt fast wieder durch Death gemacht, weil ich einfach angegriffen werde. Oh. Und ja, hier kriege ich die ganze Pokale, weil die lassen sich irgendwie fallen. Scheinbar gibt es da unten viel Loot. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Erfahrung damit habt. Aber alle lassen sich fallen, alle gehen nach unten. Läuft bei denen. So, ich werde mal meine Riesenbombe aktivieren. Ihr wisst ja, Rathaus muss jetzt in die Mitte. Wenn man snipt und so weiter, verliert man Pokale, verliert man alles, aber bekommt kein Schild mehr. Deswegen Rathaus in der Mitte. Das Rathaus ist ab sofort das wichtigste Gebäude in Clash of fucking Clans. Sonst, meine Base sieht voll klein aus, ne? Also ich daran natürlich, dass die Map größer geworden ist durch das Update. Es gibt so viel zu bereden und so wenig Zeit. Womit soll ich denn anfangen? Penis, nee. Ja, ich habe einen Bauarbeiter nicht frei. 4 von... Ach so, da gab es eine Juwelenkiste, alles klar. Also sonst, was hat sich geändert? Ich habe halt gefarmt des Todes und bin jetzt auf 117. Ich habe in drei Stunden, weiß ich nicht, 50.000, 60.000 oder so gefarmt, also noch mehr Dunkles. Das war richtig geile Schlagsahne, also richtig geiler Dorsch, was wir da gefarmt haben in der Zeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, nehmt die Rathäuser immer mit, ist einfach nur großartig. Sonst, ich werde nicht mehr angegriffen, ich bekomme keine Schilde. Ich habe, glaube ich, einen Angriff bekommen, habe ich auch einiges verloren. Den hier, wir können kurz, da können wir nicht drauf schauen. Den habe ich hier auf den Sack bekommen, wieder mit Riesenlevel 6 Heal-Zauber und den ganzen Scheiß. Habe ich 2,5 Dunkles verloren. Das war noch, glaube ich, vor dem Update. Genau, da habe ich nur einmal auf die Tasche bekommen hier. Und sonst sah das alles ganz großartig aus. Ich habe also nicht viel verloren, das gefällt mir. Mauerntechnisch habe ich auch schon wieder einiges gut gemacht. Bin jetzt nur noch auf 32, sieht auch ganz knusprig aus. Und was mir aufgefallen ist, dass man ja jetzt nur noch 190.000 Dunkles farmen kann für das Lager, bis es voll ist. Was soll denn diese Scheiße? Na egal. Ebenso ist mir aufgefallen, beziehungsweise das Update ist neu, dass jetzt... ich habe es vergessen, glaube ich. Ich habe es vergessen, ja. Ich habe es vergessen, Lars. Du bist blöd. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ich habe es einfach vergessen. Genau, das Rathaus. Das kostet jetzt 5 Millionen von 9 auf 10 zu bringen und... dauert nur noch 12 Tage anstatt 14 Tage. Alles klar, das heißt, wir haben immer weniger Zeit. Aber Zeit, ne, wisst ihr Bescheid, ist Geld, deswegen haben wir genug Zeit. Und ja, Clan War mäßig, hier ist der nächste gestartet. Ich muss die Nummer 5 hier, muss ich attackieren, aber ich möchte euch gerne meine Weltpremiere zeigen. Lars und seine Weltpremiere. Das erste Mal auf diesem wunderbaren Kanal, dass ich einen Frostzauber benutze, weil seit dem Update, seit Donnerstag, kann man Frostzauber Level 1 bekommen als Rathaus 9er. Mal kurz drauf gucken hier, ihr seht es, da ist es. Und ich habe einen Angriff gemacht, das erste Mal, mit Freeze-Zauber. Und wir schauen mal kurz, wie das Ganze ausgegangen ist. Hier, so, Kriegslog. Natürlich haben wir gewonnen, 37 zu 32, gar kein Ding für uns. Und wir gehen auf Details und gucken kurz nach. Und sehen hier, ich wurde auch zu 2 Sternen attackiert und das war die 6. Und mein Angriff geht mit 53%. Achtet bitte übrigens nicht auf den Freeze-Zauber, der war leicht gefailt. Ich habe so mitgenommen, weil da sind 2 Level Nummer 2 Infernos jeweils auf Multi gestellt. Habe ein paar Packers mitgenommen, die am Ende nichts gebracht haben, obwohl die letzten Prozente, seht ihr gleich. Ich habe also die Golems reingeschickt, 3 Stück an der Zahl. Wollte den kürzesten Weg Richtung Rathaus und halt, ich will in einer Linie angreifen zu den Infernos, nicht, dass die Infernos durchgehend doppelt auf mich losballern. Ich muss sagen, die Freeze waren gleich gut. So, Mage ist schon zum Aufbauen, hätte ich ein paar mehr setzen sollen. Mauerbrecher zum Antest, ob da ein paar Riesenbomben sind, ne? Und der geballert den Scheiß. Aufgesprengt die ganze Rotze, Wunderbärchen, das sieht alles gut aus.
So, der Weg ist gleich frei, alle Außengebäude sind gleich weg und zu diesem Zeitpunkt, jetzt Außengebäude ist weg, jetzt kann ich die Packer setzen, die Helden und so weiter, jetzt kommen die Helden, genau, jetzt kommt ein paar Hexen hinterher, noch zwei dabei, jetzt kommen die Packers, die ich halt reingeschickt habe. So, bislang lief ja alles gut. Ein Golem ist wohl schon geplatzt und jetzt kommt der Sprungzauber. Und dieser fucking Sprungzauber war so dermaßen gefällt. Wisst ihr warum? Weil ich dachte mir, schnell Sprungzauber drauf, du musst schnell gleich freezen und so weiter, weil die Klambo kommt. Ihr habt den Sprungzauber verkackt. Warum? Weil die nicht in die Mitte springen können. Der Sprungzauber ist falsch gesetzt. Die können nicht über die Mitte. Also hier das Stückchen fehlt. Oh, war das schlecht von mir. Entschuldigung. Aber es hat mir ja trotzdem noch gereicht. So, dann kam der Freeze-Zauber. Ich glaube, der Freeze-Zauber war echt gut gesetzt. Also was guck mal, was ich alles gefreezed habe. Moment. Da. Ich habe zwei Teslas Inferno Level 2 gefreezed. Die ganze Clanbook und die Queen. Großartig, oder? Jetzt ging es weiter, die Packers gehen halt nicht rein. Sie laufen alle quasi in dieses Stückchen hinein, in die rechte Seite, weil dort die Queen war. Und dann können sie halt nicht jetzt Richtung Mitte gehen, obwohl die Klarenburg ist normalerweise an sie hinten sind. Aber Lufteinheit, also gehen da die Packers nicht hin. Also gehen sie gleich außenrum zu, sieht man gleich. Da kommt der Giftzauber hier für die Klarenburg. Jetzt kommt der nächste Freeze, glaube ich. Genau, der nächste Freeze nochmal rübergeballert, wieder sehr schön gesetzt. Jetzt geht der King rein. Ich weiß halt nicht, warum der King reingeht. Und die nicht. Also es gibt für mich jetzt keinen Sinn, warum die das machen. Die KI scheinbar vom King ist anders. Der King hat Bock reinzugehen und die nicht. Die rechts. Vielleicht war der wollte bestimmt zum gegnerischen King oder so laufen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist nicht reingegangen. Ich weiß nicht wieso. Beziehungsweise nicht rum sind reingegangen. So, dann trotzdem, die Queen schießt aufs Rathaus. Sieht man jetzt schon, die Queen wird gezündet. Die Queen macht halt easy das Rathaus down. Der King tankt ein bisschen weg. Dann Giftzauber setzt an und alles down in der Mitte. So gefällt mir das. Rathaus zum Glück durch die Queen bekommen. Ihr seht es selber, die kommen da nicht rum. Übrigens, der King ist nur durch die Mitte gekommen, weil der hier, wo die gegnerische Queen jetzt quasi tot ist, hat der King die Mauer kaputtgeschlagen. Deswegen. Jetzt seht ihr nochmal den Bereich von dem Sprungzauber. Perfekt, jetzt sieht man das. Er ist des Todes gefällt. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass eigentlich alle Packers in der Mitte gehen, dann wäre es easy zwei Sterne gewesen. So wurde es am Ende nochmal knapp. 35% meine Queen wird jetzt down gehen. Ich habe in der Mitte noch einen Golem, der hat nichts mehr bringt. Die Queen gönnt sich da in der Mitte noch einen Tesla-Bomb, weil sie Level 30 ist. Yay, Bitch. Und dann war's das. So, in der Mitte ist alles tot, außer ein Golem, der auch gleich sterben wird, der wird nicht mehr down bekommen. Und am Ende haben es die halt gerissen. Das sind übrigens zwei Packers noch übereinander. Die beiden Packers, die Level Nummer 3, nicht gemaxt, weil ich kein Rapostiner bin. Beziehungsweise gibt es ein neues Packer-Level, gibt es ja eh nicht. Von daher, ja, okay. Gehen halt außenrum zu, zum Glück. Machen sie genug Damage und das reicht. Ich dachte zu diesem Zeitpunkt gerade eben, was? Mein einer Packer stirbt? Ich habe nur noch einen Packer. Die sind ja übereinander, Lars. Das sind zwei. Läuft bei dir. Ja. 49%. Hab da oben noch einen Boogie gesetzt hier, der da oben noch ein bisschen durch gegenschießt. Und da waren es halt am Ende doch noch zwei Sterne. Zum Glück. Also der Sprungzauber war gefällt. Aber ich glaube, die Freeze-Zauber waren von mir echt gut gesetzt. Ich war leicht überfordert. Das ist einfach so. Wenn du einfach ein Zauber mehr hast, den du perfekt setzen musst. Du hast jetzt den Gift, du hast den Freeze, du hast den Sprung, du hast den Heal, du hast den Wut, meistens alles dabei. Fünf verschiedene Zauber musst du setzen. Da kann man irgendwann failen, dann braucht man Übung. Also bei Freeze-Zauber braucht man definitiv Übung. Man muss den Radius abschätzen können und die perfekt droppen. Die Frage ist halt nur, am Ende übrigens bekomme ich das noch down. Genau, da wären es über 52%, 54, 53. Die Frage ist eher mehr. Lohnt sich als Rathaus 9er ein Freeze-Zauber? Gegen Inferno ja, sonst glaube ich nicht. Weil der hält halt nur... Nur, wo steht das? Wie lange hält der? Der hält halt nur 5 Sekunden. Ist halt ein bisschen lame, deswegen, naja, ist okay. Mein zweiter Angriff war dann auch ganz knusprig. Am Ende da auch noch was gerissen. Schauen wir auch noch kurz hinein. Mein zweiter Klado-Angriff. Natürlich, wie jeder weiß, wie man mich kennt, eben kurz 3 Sterne abgeholt. Habe ich nicht die 10 angegriffen? Die 9? Wo habe ich denn den... Warte mal, wartet. Wo habe ich denn den Dreier gemacht? Gegen... Ach doch, die 10. Hä? Ach, das sind wir. Entschuldigung, ich bin gerade bei uns. Ich denke so, hä? Hier. Wiederholen. Sieh am Ende hier die 3 Sterne. Und es hat auch so weit gepasst. Läuft bei uns. Wir schauen uns den Angriff auf jeden Fall nochmal an, was hier passiert ist. La la la. Also wieder mit GoBV angegriffen, 3 Packers gesetzt, schön Mages hinterher und so weiter und so fort. Ich höre gerade, da hinten ist jemand wieder gekommen. Vielleicht kommt die hier reingestürzt. Ich störe wieder bei der Aufnahme. Nein, hört auf. Egal. So, mit Hexe reingegangen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen ja. Den Sprungzauber wunderbar gedroppt. Das passt auf jeden Fall. Ich hätte gar keine Mauerbrechen mitnehmen sollen. Dann hier in der Mitte in den Hut gesetzt. Der King lebt noch. Die Queen rasiert eh gegen den Strich. Und die Golems gehen schon in der Mitte. Ich hätte natürlich, wäre geiler gewesen, wenn wir schon nach links laufen. Die Queen bisschen werfen. Aber Golems sind am Start. Hexen sind am Start. Mages sind am Start. King ist am Start. Queen ist am Start. Alles am Start. Alter, habe ich nur noch 4 Mauerbrecher. Und es läuft einfach Double Time Action hier von mir. Ja. Ich glaube, bei den Mauern, beziehungsweise bei der, jetzt habe ich noch Steve wieder eingeschrieben, Entschuldigung, bei den Mauern, beziehungsweise bei dem Stand
wäre es etwas peinlich gewesen, hätte ich nicht reingeschaut. Man darf aber nicht unterstützen auch nicht, aber nicht unterschätzen, dass es auch ein gemaxter Rathaus 9er ist von der Verteidigung bis auf den Helden und den Mauern. Von daher war das auch doch nicht ganz so einfach. Aber die Mauern machen halt die Base einfach total eklig, die ja schon 10er Mauern hat und dann noch 6er und 7er. Oh Gott, lächerlich. Egal. Trotzdem easy 3. So läuft das bei mir. Hab also bei dem Rathaus 10er mit 2 Level 2 Infernos das erste Mal 2 Sterne geschafft, glaube ich. Ich habe sonst nie gegen Level 2 Infernos, oder? Doch. Doch, letztes Mal mit den Queen Walk, ne? Wir sind so stark, so strong. 37-32 am Ende gewonnen gegen die Jordans und mein nächster Gegner, beziehungsweise, mein Nester oder unser Nester, wie man es auch mal sehen möchte, wenn ihr dazu zählt. Ist ein Rathaus 9er, zum Glück. Also 3 Sterne incoming. Wisst ihr Bescheid. Da müssen wieder 3 her. Gemaxter Rathaus 9er. 3. Sind 3. Das sind 3. Easy 3. So. Sonst, update-mäßig werde ich auf jeden Fall noch einiges bringen von Videos und so weiter, wo ich auf jeden Fall noch einige Sachen vorstelle und so weiter und so fort. Wir machen noch kurz einen Angriff. Ich werde ja eh nicht angegriffen. Oh, der 2400 Dunkles, das will ich haben. Das will ich haben. Doch, das nehme ich jetzt mit. Das nehme ich mit, wieso, weil ich es kann. So, den hinein. Ein paar Mages zum Aufräumen hier. Der Mages sei ich gerade schon. Jetzt sei ich schon Mages. Ich habe so viele Klagua-Angriffe gemacht. Natürlich die Boogies. Schön mit Barac hier hinein. So, zweimal da. Jetzt auch mal die Klamburg. War ein bisschen ausgearbeitet, kaputt sind. Da wird aufgesprungen. Wunderbar. Jetzt kann ich eigentlich den King setzen. Normalerweise sollte der King jetzt hineingehen. Wir hoffen es. Ja, der King geht hinein. Da droppe ich auf jeden Fall den Heal-Zauber hinein. Warum? Weil dort der Magerturm ist. Und der Magerturm macht meistens Aua gegen Bartstruppen. Jetzt muss ich die nächsten Mauerbrecher setzen, die auf jeden Fall dahin laufen, wo sie sollen. Der Heal-Zauber sollte ich auf jeden Fall unterstützen. So, King bekommt kein Damage. Queen bekommt kein Damage. Die Queen macht das kaputt. Ich habe noch gute Truppen. Der King ist wieder scheiße unterwegs, wie immer. Ach, King, du läufst nicht wieder hin. Die Queen wird vom X-Buff geschossen. Gar nicht geil. Gar nicht geil. Es kommt eine Klammbuch raus, die ich auf jeden Fall hier mit einem Giftzauber bearbeiten werde. Die Queen bekommt wieder auf den Deckel. Oh, warum geht sie denn nicht rein? King muss schon gezündet werden. Und Queen gleich auch. Oh Gott, nein. Bekommen wir das Dunkel noch irgendwie? Och, Queenilein. Wieso fäll ich immer in den Angriffen, wenn ich farme? Und warum macht der Giftzauber kein Damage gegen diesen Drachen? Ah, das Dunkel bekommen wir nicht. Och, fuck my life. Ich will übrigens noch 50% das haben. Wir brechen ab an der Stelle und haben wieder einen wunderbaren Fail-Angriff. Aber haben 80% des Bonus bekommen von der Liga. Großartig. Ich glaube, wenn ich heute streame, ich streame übrigens wieder gegen 19, 20 Uhr, werden wir bestimmt auf Meister gehen. Das ist halt, weiß ich nicht. Man macht halt so nebenbei Pokale ziemlich viele. Das heißt, wir werden dann Meister sein, ich denke doch mal. So Leute, sonst habe ich gar nichts mehr zu zeigen. Ich habe also meine Angriffe und so weiter. Und wenn ihr Ideen habt, was ich auf jeden Fall noch bringen soll, wenn ihr Informationen braucht zum Update, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Das war's. Bleibt wieder live, Clan War Action, keine Angst. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Haufen super nice Support. Ich muss weg, da ist was am Stissel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.